15. Kapitel, in dem Lukas und Jim einen großen Gurumusch-Magnetfelsenklippenwärter finden. Als sie schließlich alle vier um den runden Tisch in Herrn Turturs Haus saßen und eben mit dem leckeren Frühstück, das der Scheinriese in aller Eile bereitet hatte, beginnen wollten, fragte Nepomuk plötzlich: »Und was krieg ich?« Auf dem Tisch dampfte eine große Kanne Feigenkaffee. Dazu gab es Kokosnussmilch und Traubenzucker. Daneben stand ein großer Teller voll Affenbrot und Johannesbrot, bestrichen mit Kakteenhonig und Granatapfelmus. Ferner gab es Dattelplätzchen, gebackene Bananenscheibchen und Ananaskringel sowie Mohnkuchen, geröstete Kastanien und dazu Nussbutter. Bei dieser Aufzählung wird meinen Lesern hoffentlich wieder einfallen, dass Herr Turtur sich nur von Pflanzen ernährte, weil er ein großer Tierfreund war. Man nennt solche Leute Vegetarier. Nun wird ja gewiss jedermann zugeben, dass dieses Frühstück einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen konnte. Aber der arme Nepomuk blickte verstört auf dem ganzen Tisch herum und machte ein weinerliches Gesicht. Eine große Schüssel glühende Lava wäre ihm viel lieber gewesen, oder wenigstens einen Eimer voll brodelndem Teer. Aber dergleichen war in der Oase von Herrn Turtur natürlich nicht zu finden. Jim und Lukas erklärten dem Scheinriesen, was es mit der Nahrung von Halbdrachen für eine Bewandtnis hatte. »Was machen wir denn da nur?« fragte Herr Turtur ganz unglücklich. Er wollte auf keinen Fall ungastlich sein. Aber wo sollte er in der Eile ein passendes Essen für Nepomuk hernehmen? Schließlich gab der Halbdrache sich wohl oder übel mit einer großen Pfanne voll geröstetem Wüstensand zufrieden. Das war zwar nicht gerade sein Leibgericht, aber besser als gar nichts war es immer noch. Und sein Hunger war ganz beträchtlich. Nachdem sie alle gegessen und Nepomuk laut und vernehmlich gerülpst hatte, wobei ihm zwei rosafarbene Rauchwölkchen aus beiden Ohren pufften, sagte Herr Turtur: »Und nun, meine lieben Freunde, berichtet mir bitte, was mir die Freude eures Besuches verschafft.« »Nein«, quiekte Nepomuk vorlaut, »ich will zuerst meine Geschichte erzählen.« Jim und Lukas wechselten einen belustigten Blick. Der kleine Halbdrache hatte sich inzwischen gar nicht verändert. Er bemühte sich nach wie vor, sich so ungezogen und flegelhaft zu benehmen wie ein reinrassiger Drache. »Ich war«, begann Nepomuk, aber Herr Turtur unterbrach ihn mit strengem Gesicht und sagte: »Da Sie nun bei uns sind, mein lieber Nepomuk, und nicht mehr unter Ihresgleichen, bitte ich Sie, sich unseren Sitten anzupassen.« »Pa«, machte Nepomuk kleinlaut. Er zog ein beleidigtes Gesicht, aber er hielt zunächst seinen unverhältnismäßig großen Mund. »Tja«, begann Lukas, nachdem er sich gemächlich seine Pfeife angesteckt und einige Wölkchen zur Decke geblasen hatte, »die Sache ist die. Wir brauchen auf Lummerland unbedingt einen Leuchtturm. Und da hatte nun mein Freund Jim die ausgezeichnete Idee, Sie zu bitten, diesen wichtigen Beruf in unserem Land auszuüben. Niemand auf der ganzen Welt ist dazu so befähigt wie Sie, Herr Turtur.« »Wie meinen Sie das?« fragte Herr Turtur überrascht. Und nun erklärten Jim und Lukas gemeinsam, wie sie sich die Sache vorstellten. Der Scheinriese begann immer mehr zu strahlen, und nachdem die beiden Freunde ihm auch noch versichert hatten, dass niemand auf der Insel sich vor ihm erschrecken würde, weil man gar nicht so weit von ihm weggehen könnte, dass man ihn riesengroß sehen würde, da sprang der feine alte Herr vor Begeisterung von seinem Stuhl auf und rief: »Wie danke ich euch, meine lieben Freunde! Nun ist mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen. Ich werde nicht nur in einem Land leben, wo niemand vor mir erschrickt, sondern ich werde außerdem noch meine besondere Eigenschaft zum Nutzen anderer verwenden können. Oh, ihr habt einen alten Mann unsagbar glücklich gemacht.« In den Augen des Scheinriesen schimmerten Freudentränen. Lukas stieß dicke Rauchwolken aus seiner Pfeife, wie immer, wenn er gerührt war, und brummte: »Freut mich, Herr Turtur, wenn Sie einverstanden sind. Wir können Sie gut brauchen. Außerdem passen Sie auch nach Lummerland.« »Ich finde auch«, bestätigte Jim.
Er war sehr zufrieden, denn es war ja seine Idee gewesen, den Scheinriesen als Leuchtturm anzustellen. »Und was ist mit mir?« quiekte jetzt Nepomuk dazwischen. Er hatte die ganze Zeit über eine beleidigte Schnute gezogen, aber da niemand auf ihn Acht gab, hatte er es wieder bleiben lassen. »Warum?« erkundigte sich Jim. »Was soll mit dir sein?« »Kann ich nicht auch nach Lumenant?« fragte Nepomuk eifrig. »Habt ihr nicht vielleicht einen kleinen Vulkan, wo ich drin wohnen könnte? Ich würde euch jeden Tag Erdbeben machen und so viel Lava über die Insel laufen lassen, wie ihr nur wollt. Ihr werdet sehen, es wird wunderbar. Also, abgemacht!« Lukas und Jim wechselten wieder einen Blick, aber diesmal war er eher besorgt als belustigt. Schließlich hatte der Halbdrache ihnen ja einmal einen großen Dienst erwiesen, und er meinte es ja nicht böse. »Mein lieber Nepomuk«, sagte Lukas nachdenklich, »ich glaube nicht, dass es dir bei uns gefallen würde.« »Ach was«, versetzte der Halbdrache und winkte mit der Tatze ab, »ich mach mir's schon gemütlich, das lass nur meine Sorge sein.« »Wir haben aber keinen Vulkan«, warf Jim schnell ein, »nicht mal den allerkleinsten.« »Und außerdem«, fuhr Lukas fort, »haben wir auch nur sehr wenig Platz. Für Herrn Turtur reicht es jetzt gerade noch, wenn man Neulummerland dazu rechnet. Und ich will dir ehrlich sagen, lieber Nepomuk, wir mögen dich zwar gern und sind dir auch dankbar, aber nach Lummerland würdest du nicht sehr gut passen.« »Ich glaub auch nicht«, bestätigte Jim ernst. Nepomuk starrte die beiden Freunde einen Augenblick lang fassungslos an. Dann verzog er sein dickes Gesicht plötzlich zu einer jammervollen Grimasse tiefsten Kummers. Er holte Luft, sperrte sein ansehnliches Maul so weit auf, dass man sonst kaum noch etwas von ihm sah, und begann so laut zu heulen, wie selbst Emma die Lokomotive es nicht zustande gebracht hätte. Soweit man in diesem herzzerbrechenden Gebrüll einzelne Worte unterscheiden konnte, sagte er etwa: »Uhuhuhuhu, ich will, aber Baby nach Lumenland kann doch nicht mehr zurück. Der Drache hat mich fortgejagt. Will soll mich auffressen. Nochmal zurück. Will nicht zurück. Und komm und Es dauerte eine ganze Weile, bis die beiden Freunde und Herr Turtur den plärrenden Halbdrachen so weit beruhigt hatten, dass sie dahinter kommen konnten, was sein Schmerzgeheul bedeuten sollte. Es handelte sich, kurz gesagt, um Folgendes: Die Bewohner der Drachenstadt Kummerland hatten eines Tages doch bemerkt, dass nicht nur die gefangenen Kinder verschwunden waren, sondern auch Frau Malzahn, der Drache. Daraus hatten sie scharfsinnig geschlossen, dass jemand in die Stadt eingedrungen sein musste, der die Kinder und den Drachen entführt hatte. Es waren nun langwierige Forschungen angestellt und die Drachenwächter verhört worden. Schließlich hatten die Untersuchungen die Sache mit der verkleideten Lokomotive ans Tageslicht gebracht. Damit war klar, dass den Eindringlingen jemand geholfen haben musste, der gut Bescheid wusste. Das wiederum hatte die Drachen auf die Idee gebracht, unter den Halbdrachen im Land der 1000 Vulkane nachzuforschen. Und bald war die Spur gefunden, die zu Nepomuk führte. Das Unheil nahte dem kleinen Vulkan am Rande der Hochebene in Gestalt von 42 riesenhaften Drachenwächtern, die den Übeltäter und Verräter fangen und auffressen wollten. Zum Glück hatte Nepomuk die Gefahr rechtzeitig bemerkt und sich aus dem Staube gemacht. Die Eiseskälte und die ewige Nacht in der Region der schwarzen Felsen überlebte er nur, weil er vor seiner Flucht noch rasch einen riesigen Kessel voll glühender Lava ausgetrunken hatte. Das hielt ihn innerlich warm. Trotzdem war er fast erfroren, bis er endlich die Wüste, das Ende der Welt, erreichte. 2 oder 3 Tage lang war er durch die Fata Morgana in die Irre geführt worden und hatte sich nur kümmerlich von Sand und Gesteinsbrocken ernährt, als er eines Abends Herrn Turtur von Weitem sah.
Da war er Hals über Kopf davongerannt und hatte nicht mehr zu rennen aufgehört, bis er plötzlich das kleine, weiße Haus mit den grünen Fensterläden erspäht und sich darin versteckt hatte. Als Nepomuk mit seinem Bericht zu Ende war, schluchzte er noch einmal auf und zwei dicke Tränen rollten über seinen gelb und blau getüpfelten Backen. »Wenn ihr mich nicht haben wollt«, stammelte er, »dann weiß ich nicht mehr, wohin ich soll. In dieser Wüste kann ich doch auch nicht bleiben, ganz alleine und ohne was zu essen.« »Das ist richtig«, murmelte Lukas vor sich hin. Dann schwiegen alle und blickten bedrückt vor sich nieder. Nach einer Weile meinte Jim tröstlich, »Du brauchst aber keine Angst zu haben, Nepomuk. Du hast uns geholfen und jetzt helfen wir dir. Es wird uns bestimmt etwas einfallen.« Lukas nahm die Pfeife aus dem Mund, machte die Augen schmal und blickte den Halbdrachen prüfend an. »Ich wüsste vielleicht schon was«, sagte er nachdenklich. »Fragt sich nur, ob Nepomuk für einen so verantwortungsvollen Beruf der Richtige ist.« »Meinst du«, fragte Jim gedämpft, »dass er die magnetischen Klippen...« »Man könnte es mit ihm versuchen«, antwortete Lukas. »Warum soll er es schließlich nicht können?« »Mir scheint, Nepomuk ist durch das schwere Schicksal, das er durchgemacht hat, einigermaßen geläutert worden.« »Ich bin ganz bestimmt sehr geläutert worden«, quiekte Nepomuk ganz aufgeregt. »Um was handelt es sich denn?« »Um eine sehr ernste Aufgabe, mein lieber Nepomuk«, erwiderte Lukas. »Um eine Aufgabe, die wir nur einer durch und durch zuverlässigen Person übertragen wollen.« Und dann erklärte er dem Halbdrachen, was es mit den magnetischen Klippen auf sich hatte und warum ein Wärter notwendig war, der je nach Bedarf die Riesenkraft an- oder abstellen sollte. »Du siehst also«, schloss Lukas und stieß dicke Rauchwolken aus, »dass es sich um einen sehr verantwortungsvollen Beruf handelt. Du darfst niemals irgendwelche drachenhaften Ungezogenheiten und Bosheiten begehen. Darauf musst du uns dein feierliches Ehrenwort geben. Wir setzen großes Vertrauen in dich, Nepomuk.« Der Halbdrache war während dieser Worte ganz still und ernst geworden, aber seine kugeligen Augen begannen zu glänzen. Er streckte zuerst Lukas und dann Jim seine Tatze hin und sagte, »Ich gebe euch mein großes Ehrenwort unter Freunden, dass ihr euch auf mich verlassen könnt. Drachenhafte Ungezogenheiten mache ich sowieso keine mehr, wo die Drachen doch jetzt meine Feinde sind. Und ich will ihnen gar nicht mehr ähnlich sein. Dafür seid ihr jetzt meine Freunde und drum will ich euch durch und durch gleichen.« »Gut«, sagte Lukas, »wir werden es mit dir versuchen. Ich frage mich nur, wovon du dich ernähren könntest. Du musst doch irgendetwas zu essen haben.« »Unbedingt«, quiekte Nepomuk. »Ihr habt aber doch erzählt, dass es so heiß da unten ist, weil das feuerflüssige Erdinnere schon ganz nah drunter liegt. Da baue ich mir einfach einen Ziehbrunnen mit zwei Eimern und dann habe ich so viel Lava, wie ich nur will und sogar die nahrhafteste, die es überhaupt gibt.« Nepomuk leckte sich das Maul bei dieser Vorstellung. Lukas wechselte mit Jim einen belustigten Blick, dann brummte er, »Famos, ich glaube, Nepomuk ist tatsächlich der Richtige für die Sache. Was meinst du, Jim?« »Ich glaube auch«, sagte Jim. »Danke«, seufzte Nepomuk aus tiefster Seele. Und von der überstandenen Sorge und Aufregung bekam er den Schluck auf und produzierte gleich ein paar Mal hintereinander grüne und violette Rauchringe aus Nase und Ohren. »Liebe Freunde«, sagte Lukas und erhob sich, »damit wäre alles besprochen. Ich denke, wir halten uns nicht mehr länger auf, sondern fliegen so schnell wie möglich mit unserem Perpetuum-Mobil zu den magnetischen Klippen zurück. Dort wartet nämlich unsere kleine Molly auf uns, und wir wollen sie nicht zu lange allein lassen.« Jim dachte besorgt an den Rückflug über die Berggipfel. Wie würde wohl der Scheinriese den Flug durch die dünne Höhenluft aushalten? Und was, wenn er ihn vielleicht nicht aushielt? Er wollte eben seine Bedenken äußern, als Herr Turtur mit erschrockener Miene fragte,
Haben Sie eben von Fliegen gesprochen, verehrter Freund? Ja, Herr Turtur, antwortete Lukas ernst, das wird sich nicht vermeiden lassen. Anders kommen wir ja aus dieser Wüste nicht heraus, seit das Tal der Dämmerung eingestürzt ist. Plötzlich unterbrach er sich und schnippte mit dem Finger. »Das Tal der Dämmerung«, rief er. »Jim, warum haben wir daran nicht gedacht?« »Woran?« fragte Jim verständnislos. »Wir können doch durch das Tal der Dämmerung fliegen«, erklärte Lukas, »oder jedenfalls dort, wo es früher war. Da sind doch die Berggipfel eingestürzt, und wir brauchen nicht so riesig hoch hinauf zu fliegen. Das vereinfacht die Sache beträchtlich.« Jim nickte seinem Freund erleichtert zu. »Das ist eine gute Idee, Lukas.« Dem Scheinriesen war anzusehen, dass ihn jede Art von Fliegen, ganz gleich wie hoch oder wie wenig hoch, mit entsetzlichem Unbehagen erfüllte. Wenn die Aussicht auf Lummerland Leuchtturm zu werden ihn nicht so mächtig angezogen hätte, er wäre ganz bestimmt noch jetzt in seinem Entschluss wankend geworden. Mit bleichem Gesicht machte er sich daran, eine große Tüte voll belegter Brote als Reiseproviant einzupacken und eine Kürbisflasche mit Tee zu füllen. Als er endlich fertig war, sagte er mit erstickter Stimme: »Ich bin bereit, meine Freunde.« Dann traten sie aus dem Häuschen und gingen schweigend hintereinander in die Wüste hinaus, wo Emma auf sie wartete. Da es schon beinahe Mittag war und die Luft in der Sonnenglut flimmerte, hatte das sonderbare Spiel der Fata Morgana seinen täglichen Höhepunkt erreicht. So blickten die vier Wanderer, während sie auf die Lokomotive zugingen, rechts neben ihr ein riesenhaftes Reiterstandbild, auf dem ein Eichbaum wuchs, in dessen Zweigen viele Leute mit aufgespannten Regenschirmen saßen. Links neben Emma schwebten drei altmodische Badewannen hintereinander im Kreise herum und schienen Haschen zu spielen. In ihrer Mitte stand ein weiß gekleideter Verkehrsschutzmann auf einem Podest. Doch gleich lösten die Spiegelbilder sich wieder in nichts auf. Lukas schmunzelte. »So, Leute, da wären wir.« Und er trat auf Emma zu und klopfte ihr auf den dicken Leib. Herr Turtur drehte sich noch einmal um, blickte wehmütig nach seiner Oase und dem kleinen weißen Häuschen mit den grünen Fensterläden zurück. »Leb wohl, du liebes kleines Haus«, sagte er leise und winkte ein wenig mit der Hand. »Du warst mir so viele Jahre lang eine gute Heimat. Ich werde dich nicht mehr wiedersehen. Was wird nun aus dir werden?« In diesem Augenblick erschien gerade über der Oase am Himmel ein riesiges Schiff mit vielen blutroten Segeln, auf denen in schwarzer Farbe eine große 13 gemalt war. Es zog in rasender Fahrt dem Horizont zu und verschwand. Lukas verfolgte die Erscheinung mit aufmerksamem Blick, und auch Jim beobachtete sie, bis sie nicht mehr zu sehen war. »Meinst du«, fragte er, »dass es das Schiff der wilden 13 war?« »Möglich«, knurrte Lukas, »sogar höchstwahrscheinlich. Wenn wir wüssten, wo das Spiegelbild hergekommen ist, dann wüssten wir jetzt schon eine ganze Menge. Aber leider wissen wir es nicht.« Und dann wandte er sich an seine beiden Fahrgäste und rief fröhlich: »Bitte einsteigen, meine Herrschaften!« Herr Turtur musste im Inneren des Führerhäuschens auf dem Boden Platz nehmen, damit man möglichst wenig von ihm sah. Denn Lukas dachte vorsorglich daran, was für einen erschreckenden Eindruck es auf die Leute in China machen müsste, wenn sie plötzlich einen Riesen von ungeheurer Größe über den Himmel schweben sähen, oder sogar nur ein Stück von ihm, zum Beispiel seinen Kopf, falls er gerade zum Fenster hinausschauen würde. Der Scheinriese war mit dieser Vorsichtsmaßnahme vollkommen einverstanden. Ihm war es sowieso am liebsten, wenn er von der ganzen Reise durch die Luft so wenig wie möglich sah. Nepomuk krabbelte ebenfalls in das Führerhäuschen. Er postierte sich sofort erwartungsvoll an einem der Fenster. Er durfte ja gucken, so viel er wollte. Und er wollte natürlich sehr viel gucken, denn er war furchtbar neugierig. Dann nahmen die beiden Freunde auf dem Dach der Emma Platz. Lukas richtete den Mast in die Höhe
und zog dann an der rechten Leine. Langsam und geräuschlos erhob sich das Perpetuum-Mobil vom Boden, gewann rasch an Geschwindigkeit und stieg in den Himmel empor.